Hey, ich habe mir eine PlayStation 3 gekauft. Im Jahr 2019. Was das aber eigentlich bedeutet und wie sich die seit 13 Jahren existierende Konsole heutzutage noch im Alltag schlägt, das seht ihr jetzt. Im Internet findet man zahlreiche Seiten wie eBay Kleinanzeigen, auf denen man eine PlayStation 3 für unter 100 Euro samt Spielen und Zubehör kaufen kann. Auf der Vorderseite der Konsole existieren zwei USB-A-Anschlüsse. Die Rückseite beinhaltet einen LAN-Anschluss, einen HDMI-Ausgang, einen optischen Audioausgang, einen AV-Multi-Ausgang sowie einen Netzanschluss. Na, wisst ihr, was fehlt? Der 3,5 mm Klinkenstecker. Wollt ihr also mit herkömmlichen Kabelkopfhörern oder einer Audioanlage ohne optischen Eingang zocken? Wird das nichts. Der DualShock 3 Controller fühlt sich nicht billig an, so viel sei gesagt. Die Akkulaufzeit der Controller ist jedoch eher semi-gut und wenn man neue Controller gewöhnt ist, dann kann das Aufladen, das mindestens einmal pro 7 Stunden Spielzeit erfolgen muss, echt nerven. Ein Nachteil? Der langsame USB-Mini-Anschluss auf der Rückseite. Sagt mal, wer von euch hat noch so ein Kabel zu Hause? Auch wenn die Controller gebraucht geliefert wurden und einige Gebrauchsspuren aufweisen, lässt sich noch gut mit ihnen daddeln. Möchte man die Konsole starten, betätigt man den Knopf auf der Konsole oder den Home-Knopf auf dem Controller, der sich sogleich damit verbindet. Man kann es nicht anders sagen, die Konsole kann was. Und sie ist wohlgemerkt schon seit einem Jahrzehnt auf dem Markt. Die Performance ist natürlich nicht mit der eines heutigen Gaming-Rechners zu vergleichen, jedoch zeigt sie gute Ansätze. Das Startmenü ist mit 60 Bildern pro Sekunde und einer Full-HD-Auflösung gut ausgestattet. Auch die meisten Spiele laufen in Full-HD. 60 FPS sind jedoch nur sehr selten möglich. Würde mich jemand nach einem positiven Punkt fragen, dann wären es auf jeden Fall die Installationszeiten. Selbst Spiele wie GTA 5, die am PC bis zu 40 GB groß werden können, werden hier statt auf 5 DVDs auf einer Blu-ray untergebracht. Zu ihrem Entstehungszeitpunkt war die PlayStation 3 sicherlich ein sehr beeindruckendes Gerät. Heute fehlen der PlayStation 3 leider wichtige Features, wie der 3,5 mm Klinkenanschluss. Nichtsdestotrotz kann man auch in 2019 noch gut mit Freunden oder alleine auf der Konsole spielen. Danke fürs Zuschauen und bis bald.